Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghuhn. Wie man unschwer erkennt, stehe ich hier mitten im Schnee. Es hat geschneit, es ist richtig kalt, auch wenn es hier die Sonne so schön herscheint. Heute geht es um das perfekte Winterfahrrad. Was kennzeichnet ein perfektes Winterfahrrad und von welcher Art von Wintereinsatz spreche ich überhaupt? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, von welcher Art von Wintereinsatz spreche ich überhaupt? Auch wenn die Sonne so schön hier erscheint, ist es wirklich richtig frostig, richtig kalt. Allerdings rede ich von Wintereinsatz auf geräumten oder zumindest überwiegend geräumten Wegen. Und das ist hier der Fall. Ihr seht auch das Rad, das ich euch hier vorstelle. Das ist mein zum Winterrad und Reiserad umgerüstetes Specialized Avol. Ein sehr schönes Rad, das es leider seit einigen Jahren schon nicht mehr gibt. Ein Gravelbike, wie man hier erkennen kann, allerdings mit ein paar Besonderheiten. Auf die gehe ich jetzt ein, um zu zeigen, was für mich ein perfektes Winterfahrrad ausmacht. Punkt Nummer eins ist die Geometrie. An der kann ich natürlich nachträglich wenig ändern. Das Rad, wenn ich gekauft habe, kann ich vielleicht die Anbauteile ändern, aber die Geometrie an sich nicht. Dieses Rad hat einen relativ langen Radstand. Ich sitze sehr aufrecht drauf. Man sieht schon, auch wenn es nicht perfekt eben ist, aber Sattel und Oberlenker sind annähernd in der gleichen Höhe und das heißt, ich sitze, wenn ich auf dem Rad bin, sehr aufrecht. Das ist angenehm, weil ihr seht auch, ich bin warm angezogen mit dicker Kleidung, ist es nicht so angenehm, sehr gestreckt auf einem Rad zu sitzen. Deswegen ist diese Sitzposition schon mal sehr angenehm. Das Zweite, was da noch dazu gehört, ist das Lenkverhalten. Das ist sehr gutmütig bei dem Rad. Der Lenkwinkel ist ein bisschen flacher als bei einem Rennrad, dadurch fährt sich das Rad etwas träger. Auch der Radstand ist sehr lang, habe ich schon gesagt, und auch der Hinterbau ist besonders lang, viel länger als beim normalen Rennrad oder Gravelbike. Das führt alles dazu, dass das Rad sehr gut geradeaus fährt. Und das ist exakt das, was ich angenehm finde im Wintereinsatz, wenn es rutschig und glatt ist. Da möchte ich kein Lenkverhalten haben, was sehr agil oder sehr wendig ist. Kommen wir dann direkt zum zweiten Punkt, der wichtig ist, und das sind die Reifen. Das sind Spike-Reifen. Ich fahre hier nicht mehr mit den normalen, in Anführungsstrichen, Sommerreifen, sondern wirklich mit Spike-Reifen, weil wenn Eis und Schnee ist, hilft alles nichts. Man hat keinen Grip mehr mit normalen Reifen. Also auch ein Mountainbike-Reifen bietet da keinen Grip mehr, wenn es blankes Eis ist. Hier, wo ich gerade stehe, geht es halbwegs noch. Hier ist so ein bisschen Schnee. Da könnte man vielleicht noch mit normalen Reifen herumrutschen. Aber Grip hat man keinen guten. Spike-Reifen sind da viel besser. Der dritte Punkt, der wichtig ist, das sind hier die Schutzbleche. Und die schauen wir uns das gleich auch noch mal im Detail an. Was fällt hier auf? Erstens mal, ich habe sehr lange Schutzbleche und am Ende sind solche Spritzlappen dran, vorne und hinten. Das führt eben dazu, dass ich mich gut vor dem Dreck, wenn es dann doch mal auftaut und nass ist, der Hochspritz schützen kann. Und der zweite Punkt ist auch diese Spritzlappen, die gehen weit runter, dass wirklich dieser ganze Salzwasser und Dreck, wenn man auf einer Straße fährt, eben nicht hochspritzt. Finde ich sehr wichtig. Und jetzt sehen wir uns ein Detail an. Ihr seht hier, umlaufend ist sehr, sehr viel Platz zwischen Reifen und Schutzblech. Das ist der nächste Punkt, der mir da wichtig war. Ich habe ausnahmsweise schmalere Reifen montiert bei den Winterreifen. Normalerweise würde ich sagen, möglichst breite Reifen, dass man eine gute Aufstandsfläche hat. Hier habe ich sehr schmale Reifen montiert. Im Sommer fahre ich 42 mm breite Reifen. Und jetzt hier im Winter, diese Spike-Reifen sind bloß 35 mm. Dadurch habe ich hier sehr viel Platz zwischen Schutzblech und Reifen. Wenn der Abstand nämlich zum Schutzblech zu gering ist, kann hier Schnee und Eis sich reinsetzen und dann kann das ganze Rad blockieren. Das ist keine gute Lösung. Das ist mir schon mal passiert, zum Glück nicht mit dem Rad, aber das hat dann dazu geführt, dass das Rad blockiert hat und ich gar nicht mehr fahren konnte, weil es komplett eingefroren war. Leider war es jetzt hier nicht möglich, das Schutzblech noch sehr viel weiter oben zu montieren, dass ich den Platz hätte, um einen breiteren Spike-Reifen reinzubringen. Da wäre einfach der Abstand zu gering gewesen. Hat natürlich ein bisschen Nachteil, wenn Spurrillen sind, verliere ich leichter die Traktion. Aber grundsätzlich fährt der Reifen super, gerade eben, wenn es blankes Eis ist. Und dann ist es auch nicht so wichtig, dass er sehr breit ist. Deswegen dieser schmale Reifen. Punkt Nummer 4, die Bremsanlage. Ihr seht, hier sind Scheibenbremsen montiert. Also ich habe hier mechanische Scheibenbremsen. Das ist eigentlich ziemlich wurscht aus meiner Sicht, ob jetzt mechanisch oder hydraulisch. Beides funktioniert auf jeden Fall besser als eine normale Felgenbremse. Das hatte ich nämlich auch schon, dass sich hier auf den Bremsflanken, also wenn ich mit Bremsgummis gebremst habe, ein Eisfilm gebildet hat im Winter. Und dann hatte ich beim nächsten Mal bremsen eine ziemliche Schrecksekunde, weil ich keine Bremsleistung mehr hatte. Also das Problem hatte ich bisher noch nie mit Scheibenbremsen. Die finde ich wesentlich sinnvoller im Einsatz. Und wenn wir jetzt schon hier beim Vorderrad sind, ihr seht hier noch was.
der Nabendynamo. Also ich fahre ja auch eine richtige Beleuchtungsanlage mit Nabendynamo. Keine batteriebetriebene Beleuchtung, das würde auch funktionieren. Allerdings, jetzt zeige ich euch das hier oben, die Beleuchtung ist eine sehr hochwertige Beleuchtung. In dem Beispiel von Supernova, so hochwertig muss es normalerweise auch nicht sein. Aber ich fahre sehr viel Rad, deswegen habe ich mir das jetzt gegönnt. Die ist sehr zuverlässig und vor allen Dingen durch den Dynamo-Betrieb habe ich immer unbegrenzt Strom. Also sobald ich fahre, habe ich Licht. Und das ist das Problem bei einer Akkubeleuchtung. Wenn das funktionieren soll, ja, dann muss der Akku sehr hochwertig sein, die Beleuchtung auch. Und dann ist sie auch nicht wirklich günstiger. Vor allen Dingen muss ich den Akku nachladen und vor allen Dingen daran denken, den nachzuladen. Und das spare ich mir, indem ich hier eine fest installierte Beleuchtung habe mit Nabendynamo. Hinten seht ihr den Reflektor und unten drunter diese drei LEDs. Das ist das Rücklicht. Auch das ist natürlich über den Nabendynamo angeschlossen. So, dann sehen wir uns vielleicht noch ein paar passive Merkmale an zur Sicherheit. Also den Reflektor habe ich schon gezeigt. Hinten ist nochmal ein Reflektor hier am Schutzblech. An den Pedalen sind Reflektoren drauf. Ganz klar, auf beiden Seiten sind diese Kombipedale. Da haben wir auch schon einen eigenen Artikel zugeschrieben. Da sage ich jetzt gar nichts mehr zu. Und natürlich die Reifen. Ich zeige es nochmal am Hinterreifen. Also hier auch natürlich die Scheibenbremse. Aber auch umlaufend weiß dieser Reflexstreifen. Und das führt eben dazu, dass man sehr gut gesehen wird. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, den viele vergessen im Wintereinsatz. Was euch vielleicht auffällt, ist der Antrieb. Der ist unglaublich sauber. Also ich pflege den regelmäßig, wasche auch das Rad regelmäßig. Das habe ich erst vor einem Tag gemacht. Da sah es noch ganz sauber aus. Jetzt sieht man schon die ersten Salzränder wieder, die sich hier bilden. Also ich wasche das Rad regelmäßig, ich pflege den Antrieb regelmäßig. Das ist aus meiner Sicht unerlässlich, damit man ja ein zuverlässig funktionierendes Rad hat, dass die Kette nicht verrostet, dass sie einfach gut läuft. Ja, und dann vielleicht nochmal zwei Punkte, zwei Tipps, die ich immer wieder gelesen habe oder gehört habe, um im Winter besser fahren zu können, die ich persönlich nicht gut finde. Der erste ist, man soll den Reifenluftdruck weiter reduzieren, damit man dann ja, mehr Grip hat. Naja, habe ich ja schon eingangs gesagt, also wenn wirklich Eis und Schnee ist, helfen bloß noch Spikes. Luftdruck weiter absenken hilft gar nichts, im Gegenteil. Wenn der zu gering wird und man fährt dann vielleicht doch mal über irgendwie eine Kante rüber und hat einen Durchschlag, dann hat man die große Gefahr, dass man Platten hat und das möchte man erst recht im Winter nicht haben. Deswegen rate ich davon ab. Punkt 2 ist, dass man den Sattel weiter absenken soll, damit man mit den Füßen schneller auf den Boden kommt. Naja, würde ich auch wieder sagen, kann man schon machen, würde ich aber auch nicht persönlich machen, weil ich einfach auch im Winter mit Klickpedalen fahre, die meiste Zeit. Bloß wenn es ganz holprig ist, klicke ich halt mal aus und nehme die Plattformseite vom Pedal. Ansonsten fahre ich auch im Winter mit Klicks, einfach wegen der besseren Kraftübertragung. Und wenn jetzt die Sitzhöhe nicht mehr passt, ja, dann sitze ich nicht gut und ich spüre es ziemlich schnell, tut mir die Knie weh. Also es ist für mich keine Lösung. Ja, das soll es dann auch gewesen sein zum perfekten Winterfahrrad. Mir wird es langsam zu kalt. Ich friere langsam ein, wenn ich nur rumstehe und vor der Kamera spreche. Deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Nicht vergessen, denkt dran, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und damit bis zum nächsten Mal bei garantiert besserem Wetter mit hoffentlich wieder Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Bis dann. Servus.